3, 2, 1. Hey Leute und willkommen. Ah, kleiner Prank hier wieder am Rande. Absolut verrückt. Ist krass, ja. Einmal nochmal neu, einfach so. Nein, okay, nicht. Nee. Doch, doch. Das muss doch reinstellen. 3, 2, 1, Alter. Leute, Alter. 3, 2, 1. Hey Leute und willkommen. Nein, Mike ist wieder bei. Ja, ich nerv dich gerade schon wieder ein bisschen, oder? Und wir sind wieder in ETS 2 und wir fahren nach Osnabrück und dann nach Bremen und... Leute, ich muss Geld verdienen, ich bin fast pleite. Das ist traurig. Ja, natürlich wieder im Multiplayer auf dem guten Server, ja. Auf dem guten? Und, ja, auf dem guten, auf dem einen guten. Und wir wollen wieder nach Deutschland fahren, ja, das machen wir. Muss sein, ja. Mal gucken, was da so los ist, aber nicht so viel, war auf dem Server ist allgemein gerade nicht viel los. Ja, wir nehmen aber auch sonntags morgens quasi auf. Morgens. Ja, aber trotzdem. Es war mal morgens. Natürlich nehmen wir wieder auf beiden Kanälen auf. Ne? Ganz genau, wir können beide sich parallel einfach gucken. Ist noch gelb, das letzte Mal, wie ich hingeschaut habe. Ich muss leider wegen Geldknappheit jetzt hier aufpassen. Ich darf nicht geblitzt werden, nicht über Rot fahren, nicht über falsche Straßenseite. Ich halte mich jetzt an allem. An Verkehrsregeln, okay, dann mach ich das auch mal so ein bisschen zumindest. Weil du kommst ja eh hier raus. Ja. Aber das war echt heftig. Also in England wurde ja so viel geblitzt. Jetzt eigentlich ja wahrscheinlich hier nicht mehr so viel. Glaube ich, denke ich vielleicht. Eventuell. Wäre schön. Wie viel hast du noch? Wie viel Kohle? 14.000. Oh ja. Ups. Ja, ich sollte aufpassen. Also vor allem LKW nicht mehr kaputt machen, weil dann kann ich ihn nicht mehr reparieren. Weil meine letzte Reparatur hat 40.000 schon gekostet. Oh, da ist einer. Mal war echt eine Seide. Ja, what the fuck? Sehe ich aber auch so. Ich bin mal gespannt, Alter. Manchmal habe ich solche Versprecher, denn das war nicht mal Absicht. Das ist einfach, mein Gehirn ist einfach Matsch manchmal so, ne? Ja, ich bin aber mal gespannt, wollte ich sagen, wie viel du am heutigen Tag rausfährst. Also zwei Folgen wollen wir aufnehmen ungefähr. Ja. Bin mal gespannt, mal gucken. Was du da hinbekommst. Wir müssen übrigens wieder mit Fernlicht fahren hier, weil es nachts oder abends, da kommt auch einer. Hui. Ich kann keine Lichthupe machen. Aber ihr hupt, hi. Was ist denn mit dir eigentlich? Ach, du achtest auf die Geschwindigkeit. Nee, ich achte nur, wenn die Blitzer werden ja meistens angekündigt. Ach so, ja. Ja, weil du so weit hinten bist, das wunderbar. Ja, aber ich bin einfach langsamer. Also ich drück hier Vollgas, mach ich und so. Okay, ich warte kurz. Ich sag dir auch Bescheid, falls ich einen Blitzer sehe. Oder falls ich geblitzt werde. Oh scheiße, da kommst du ja. Oh shit. Also, kein Unfall jetzt hier. Was? Schön. Alter. War ein kleiner Prank mal wieder. Jetzt wieder vorbei. Jetzt kann ich dir keine Blitze mehr ankündigen. Stimmt. Glück gelaufen, ne? Bin ich schon ganz an dir vorbei? Da ja. Okay. Seh das ja nicht, ich kenne Spiegel rechts. Ja, doch, du bist an mir vorbei. Aber guck mal, hier sind die Schilder sogar angeschrieben. Bremen und Osnabrück einfach. Ah, verrückt. Das ist unsere Strecke. Ja. Oh. Das war... Hätte schief gehen können, ne? Alles safe. Wo geht's hin? Jetzt blinkt er wieder, ja. Ah, doch nicht? Hallo? Was machst du denn hier? Wir haben übrigens wieder kein Thema. Das ist irgendwie... Unser Thema ist... Spiele. Das, was wir gerade machen. Wir können über Spiele reden. Das wäre möglich. Spiele, okay. Auf welche Spiele freust du dich demnächst? Auf F1, auf Pro Evolution Soccer 2019, auf FIFA 19. Ja. Das war's. Schwach. Ich hätte. Ich hätte irgendwie immer mal wieder so vor, so mir privat. Oh, warte, ich kann mal. Perfekt.
Ich hatte immer mal wieder irgendwie so vor, mir privat oder so Far Cry 5 zu kaufen, aber irgendwie hatte ich dann doch nicht Zeit und so und hab gedacht, oh, ich hab grad so viel zu tun. Also wenn du, mach ich's doch nicht. Also bei mir zumindest, so als YouTuber, sag ich jetzt mal, ich kaufe mir kein Spiel für privat, weil wenn ich sie nur für privat spielen kaufe, dann ich spiele sie einfach nicht. Ich kann's nicht, ich komme nicht dazu, ich muss sie aufnehmen, um zu spielen. Weil ich habe sonst keine Zeit. Das ist echt krass. Ja, aber ich freue mich tatsächlich auf mehr Spiele. Also natürlich auch F1 2018, was jetzt bald rauskommt. Das wird mega, mega nice, hoffe ich. Also ich weiß gar nicht, ich habe mich da nicht beschäftigt, was sie da so geändert haben, was neu ist und so. Aber wird auf jeden Fall cool. Also stellen wir einfach und zocken. So der Plan. Lass mich überraschen. Wird wahrscheinlich Autos geben. Ja, eben. Und eine Karriere. Von uns. Wow. Ja, auf jeden Fall F1, PES natürlich auch wieder und FIFA, das ist klar. Aber ich freue mich tatsächlich auch ein bisschen auf NHL, weil sofern die dieses Origin Premiere da veröffentlichen, wäre das ja mit drin dann in dieser Mitgliedschaft FIFA und dieses NHL. Und dann hätte ich das tatsächlich auch und da hätte ich auch Bock drauf, da müssen wir was zu machen. Dann kommt noch WWE bald raus. WWE, das, also das habe ich früher immer gespielt. Den neuesten Teil, den ich habe, ist 2016. Also ich habe mir keinen neuen Teil mehr geholt außer 2016. Da werde ich mir jetzt den neuen Teil auf jeden Fall holen. Das wird auch bestimmt ganz witzig. Ich werde ultra schnell auf einmal wieder. Hi. Kreditkarten in Höhe von. Was? Kreditraten musste ich gerade bezahlen, ich habe noch 5600. Also ich muss ganz schnell was verdienen, ansonsten gehe ich ins Minus bei der nächsten Kreditrate. Läuft. Alter, ich bin sowas von pleite. Komplett. Ich würde dir wie gesagt gerne was abgeben, aber es geht schlecht. Ich habe hier auch so einen leichten Auflieger, nur das kann ich echt schnell fahren mit. Ja, und dann kommt noch ein mega, mega fettes Spiel. Ich habe das eigentlich ja schon letztes Jahr erwartet. Danke Rockstar auf jeden Fall dafür. Red Dead Redemption 2. Ja, aber für was für eine Plattform kommt denn da draus? Ist das nicht ein Xbox-Spiel? Nee, PS4 und Xbox. Also auf dem PC haben sie veröffentlicht Rockstar ja immer später, also auch GTA kommt ja auf dem PC immer irgendwie ein, zwei Jahre später. Also da machen sie es, glaube ich, wieder ähnlich. Aber PS4 auf jeden Fall auch, ja. Echt? Ich dachte, Red Dead Redemption wäre immer, also das der erste Teil, es gibt ja nur einen Teil, ich dachte, der wäre Xbox-exklusiv. Nee. Naja, wenn du das sagst. Aber ich habe es, den ersten Teil habe ich tatsächlich auch nicht gespielt. Also ich bin gespannt, wie das wird. Soll natürlich cool werden. Trailer sagen auch, dass es cool wird. Grafik und alles. Ja, bin gespannt. Wir müssen bremsen. Ja, ich weiß. Ich will mein Auto nicht kaputt machen. Ja, eben. Nicht, dass ich jetzt hier bremse und du mir dann dadurch hinten drauf fährst. Nee, nee. Das war. Ich habe schon frühzeitig gebremst. Das war mein Gedanke. Ey, diese Auffahrten sind so schmal. Ja, ja, das ist so hässlich gemacht. Also man kann normal durchfahren, aber es ist halt trotzdem dumm, dass es halt, sonst könnte man noch schneller fahren halt. Ja, naja, nicht nur das, sondern du kannst halt, wenn du irgendwie einmal dich ein bisschen verlängst, bist du schon auf dem Rasen. Ja, das ist, also das Gefühl, so, ja, nee, das ist nicht schlimm, aber ich habe das Gefühl, in echt sind die ein bisschen breiter. Ja, klar, breiter. Sind sie auch. So, hier rechts runter muss ich. Nicht? Kommst du mit? Wäre ganz witzig. Okay. Ja, besser als wie wenn du warten würdest. Aber kannst runterfahren ohne zu bremsen, habe ich zumindest gemacht. Aber ich bremse jetzt, weil ich auf dich warten will. Nee, fahr. Ich sehe dich nicht mehr, hä? Und da. Oh, da war rot. Ey, ich wurde nicht. Hey, ich bin einfach über rot gefahren, es ist nichts passiert. Das probiere ich lieber nicht aus. Es ist tatsächlich nichts passiert. Ich bin stockvoll über Rot gefahren. Läuft. Also. Nun gut, dann liefern wir hier unseren Auflieger direkt mal ab. Oh, Alter. Ich hoffe, Alter, dass ich direkt was Neues finde. Ey, ich habe ultra den langen LKW, merke ich gerade. Ja, du hast so ein Doppeldings, aber es ist gar nicht so lang. Also ganz normal, glaube ich eigentlich. Crazy. Aber es ist halt so Doppelcontainer drauf, ja. Ja.
Wow. Absolut verrückt. Impressive. So. Natürlich, aber trotzdem, Leute, wieder mit einparken. Ihr kennt mich. Also, einparken muss bei mir sein. Wer das nicht will, der soll zu Jan vorschauen. Er drückt einfach auf Nummer sicher. Bei mir immer komplett real. Das heißt komplett real, aber halt die schwierigste Variante. Ja, bei mir ist auch immer ganz schwierig. Ja, ja. Stimmt, ja. Oh nein. Scheiß rote Ampel. So, den kriegen wir da irgendwie rein, hoffe ich. Ich finde diesen Zaun immer so hässlich. Die Ladestadt, also die Händler sehen ja immer gleich aus. Und da ist bei dieser Art von Dings immer der Zaun so schräg hier, so dumm. Das hasse ich ultra. Lalilu, nur der Mann im Mond schaut zu. What the fuck? Wie ich jetzt zu dir fahre und dir beim Einparken zugucke. Ja, bis du kommst, bin ich schon fertig. Bist du überhaupt dieser Punkt da, den, wo ich denke, dass ja, du ja natürlich. Der bist? Wer soll es denn sonst sein? Ein anderer. Ja, ich bin noch nicht. Der andere ist ja blau, ich bin noch grün. Ne, du bist bei mir auch blau gerade. Ah, ne, jetzt bist du grün, aber du warst gerade blau. Solche Bugs die ganze Zeit. Okay, perfekt, Leute. Aber so fest wie auch. Hätte ich ja auch easy geschafft. Ausgezeichnet, wow. Ich brauche das Geld unbedingt. Ich würde die eigentlich gerne an dich übergeben. Ja, ich brauche das Geld unbedingt. So, wir gucken mal, ob jetzt der Frachtwagen funktioniert. Ne, natürlich nicht. Danke dafür. Okay, ich brauche unbedingt eine Fahrt. Vielleicht nach Bremen oder halt weiter. Checken wir das mal ab. Bremsen, gucken, was die hier am Angebot haben. Von hier aus nach Kiel würde an Bremen vorbeigehen. Straßburg habe ich jetzt hier, Hannover, Duisburg. Also Kiel wäre in Ordnung. Oder kann ich da ein bisschen reinzoomen an die Karte? Ach komm, ich nehme den einfach nach Kiel und Tschüssikowski. Mach da einfach. Weißt du, wie man die Außenspiegel anmacht? Ich will doch mal den rechten Außenspiegel irgendwie mit anmachen. F2 oder so. Also irgendwelche F-Tasten. Ah. Ja. Also jetzt kann ich auch mal gucken, wann ich wieder rechts rüberfahren kann. Boah, ich habe jetzt ultra den schweren Auflieger. Ich habe da irgendwie so einen Bagger drauf. Das ist verrückt. Das ist tatsächlich verrückt. Soll ich schon mal fahren oder wie sieht es bei dir aus? Ja, ich habe den gerade dran genommen. Ich habe sogar zwei Bagger drauf. Alter. Oha. Der war richtig gebaggert. Ja. Bei den Girls. War schön. Blinken beim Ausfahren. Ich bin gerade an so einem komischen Kreisel. Also fährst du hin. Fahr mal die dritte raus. Oder? Wofür fährst du hin? Hilfe. Hier fahr ich hin. Fährst du in der Werkstatt vorbei? Ja. Okay, dann fährst du irgendwann das hin. Aber ich fahr einfach links, ist egal. Wir sehen uns schon auf der Autobahn. Ich fahre wieder so zurück, wie ich halt gekommen bin. Ich nicht. Ja, eben. That's the problem dabei. Gebe ich jetzt mal Gas. Boah, ich glaube, wir sehen uns nicht auf... Auf der Map nicht. Nein, das sowieso nicht. Ich habe das Gefühl, ich fahre Landstraße. Dein Ernst? Nur jetzt. Ja, weil... Ah, nee, doch nicht. Fährst auf die Autobahn, denke ich, ja. Ja, eine später, eine Auffahrt. Nee, früher. Später? Ach, keine Ahnung. Ja, doch, ich muss nach rechts, ja. Ja, fahr einfach ein bisschen langsamer. Ich komme gleich. Ja, ich fahr schnell. mein LKW kann eh nicht schnell. Typisch Jan. Ja, ich habe Ultra. Ich bin wieder über Gurt gefahren, hab gar nichts bekommen. Nichts. Zweimal jetzt. Mal ausprobieren. Das ist dieselbe Ampel quasi. War die schon lange rot oder gerade rot geworden? Weiß ich nicht, oder? Also ich hab, seitdem ich sie gesehen habe, rot die ganze Zeit. Wann hast du sie denn gesehen? Ja, seit die halt in meinem Sichtfeld war, war sie rot und dann bin ich halt rübergefahren, da war sie immer noch rot. Keine Ahnung, kannst du dir angucken bei mir. Ich bin zweimal über rot gefahren. Da kommt auch ein Punkt. Ein blauer. Sag mal, wenn der blaue bei dir vorbei ist. Der blaue ist gerade genau bei mir. Genau bei dir, okay, ja, dann bin ich auch gleich da. Ah, du fährst jetzt auf die Autobahn? Ja. Okay, dann brauchst du, fahr einfach ganz normal, weil ich bin auch gleich bei deiner Ausfahrt. Auffahrt, Ausfahrt, was auch immer.
Ich sollte direkt hier sein. Ja. Oh, wie krass, Alter. Wow. Wie wir das getimed haben, Alter. Heftig. Nur ich bin ein bisschen schneller. Also, wir bremsen mit der Motorbremse hier. Wisst ihr Bescheid, Leute? Schnell fährst du? 85 km/h, 87, 90. Da gehe ich noch mal ein bisschen runter. Okay, und jetzt beschleunigen. Komm, 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 komm. Nein! Das ist ja wieder zu schnell. Wie fährst du? Nein, 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 nein. 111 fahre ich gerade. 111? Du drückst doch. Aber jetzt bin ich innen. Jetzt ziehe ich da die Kurve. Oh Gott. Wieso? Ah, jetzt. Ah, oh Alter, du bist ja weit weg. Jetzt fährt er einfach direkt. Boah, so ein. Ja, so ein Außenspiegel ist schon krass. Ja, ich kann da immer nach rechts gucken. Es war nur ein bisschen dunkler, aber naja. Ist echt dunkel. Wie hast du dein komplettes Ding. Ja, ich musste mich. Also, ich will mich da jetzt nicht umdrehen, um dann nach rechts zu gucken. Also könnte ich machen, aber mache ich nicht. Nee, aber ich habe hier so eine Taste, wo ich einfach nach rechts gucken kann. Ach so, ja. Dann gucke ich damit einmal in den Spiegel und kann dann wieder zurück, ne? Ich mache das gerade die ganze Zeit. Das wird die Leute ein bisschen abfacken. Oder kommt einer entgegen? Oh shit. Ich hab. Oh shit. Ich bin in der Kamera. Oh mein Gott. Ich war gerade in so einer komischen Kameraperspektive. Du fährst auf zwei Spuren. Was machst du denn, mein Junge? Links bleiben. Wir müssen echt links. Fährt der langsam? Der fährt so schnell, wie man fahren darf. Echt? Ja, sieht so aus. Schon. War die mal ganz links, nicht dass der hier auch. Ja, Pech eigentlich gehabt, ich fahr rechts. Oh Gott, du bist halt direkt vor mir, ist so ultra knapp eigentlich. Das heißt ultra knapp, ganz normaler Abstand halt, aber ist schon crazy. Fahren halt beide 110 km/h, ne? Ja. Das ist verrückt. Verrückt, Leute. Boah, Alter, jetzt werde ich hier geblendet von der Sonne. Von der Sonne? Ja, die in echt. Achso. Ich kenne nur noch Ingame-Sonne, ja. Nee, ich habe meine Rollos noch so halb zu. Bin ja erst aufgestanden, ja. Vorhin. Wann absolut. Musst du abfahren? Jetzt. Jetzt musst du abfahren. Oh. Wow! Hast du mich gerade ge... Nein, habe ich nicht. Ich bin... Holy shit. Nichts passiert. Leute, aus meiner Sicht, du musst dir das unbedingt angucken. Alter. Einmal links, einmal rechts. Und fast umgefallen, überall. Ja. Hä, du hast mich nicht berührt. Nee, habe ich nicht. Also zumindest sah es ultra nicht danach aus. Also aus meiner Sicht gar nicht. Ich war halt... ultra schnell noch, weil du hast ein bisschen abgebremst und ich wusste nicht, dass man da raus musste. Aber ich habe ultra hart auf die Bremse gedrückt und bin dann so leicht nach rechts. Also ich habe dich nicht gerammt. Scheiße. Auch keine Strafe bekommen. Ich ziehe einfach vorbei. Wo musst du überhaupt hin? Okay, man kann scheinbar nachts über Rot fahren. Ja, ich habe gerade zweimal eine Strafe bekommen. Also echt? Da, wo du keine bekommen hast, habe ich eine bekommen und jetzt hier auch. Also ich habe beides mal eine bekommen. Arbeitsagentur entdeckt. Ich nehme die Fragezeichen mal mit hier. Kann das sein, dass die Ampeln nicht so ganz synchron sind? Oder so? Egal. Keine Ahnung. Verstehe es nicht. Oh, ein DAF-Händler. Oh, da bleibe ich gleich mal stehen. Oh, glauben, minus 280. Ich glaube, DAF habe ich nicht. Weißt du, das ist so unglücklich teilweise, weil wirklich... Die Ampel ist rot geworden und ich konnte nicht mehr bremsen. Ich war schon so nah dran, dass man halt so ein paar Sekunden direkt bezahlen muss. Das ist halt irgendwie auch doof. Konnte ich halt nichts mehr machen. Naja, so. Ich will hier natürlich die krassen EP haben. Deswegen mache ich natürlich das absolut Schwere und stelle es direkt ab. Weißt du, was mir gerade auffällt? Was denn? Ich muss mein Spiel neu starten.
Wieso musst du denn spielen? Wie dumm kann man eigentlich sein? Wieso fällt mir das nicht auf? Ach, dass du mit 360 Grad... Ich fahre die ganze Zeit mit 360 Grad und als ich gerade voll einschlagen wollte, dachte ich so, what the fuck, warum ist das so schnell, hä? Aber bisher bin ich eigentlich mit 360... Ausgezeichnet. Bisher bin ich mit 360 Grad eigentlich ganz gut gefahren. Okay, Leute, gebt einen kleinen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Okay, Leute, da sind wir wieder. Und Jan hat jetzt auch einen Auftrag gefunden nach Kiel. Mega, mega nice. Absolut, ja. Das ist nice. Ich warte jetzt auch mal bei Wood, weil du fährst ja eh nicht drüber wahrscheinlich. Boah, lass ein Drag Race machen. Oh. Ja, du warst ja noch im Rollen. Ja, was ist das denn? Ey, nichts. Ey, du Junge! Du hast sogar hinten Leuchten dran. Alter. Hast du auch oben Leuchten? Ich könnte meine Leuchten anmachen. Das willst du nicht. Wie mach ich die denn an? Oh, fuck. Ah, so. Mit O. Cool. Habe ich sogar fast noch gewusst. Junge, jetzt habe ich Leuchten. Habe ich meine Lampe hinten ausgemacht? Weiß nicht, ich sehe es nicht, bin weiter weg. Auch einfach O gedrückt mal. Ich habe halt Leuchten oben. Ich weiß nicht, sind die nur oben drauf oder auch am Hänger? Die sind auch am Hänger, ja. Ich weiß nicht, ob... Was ist, wenn ich nochmal O drücke? Jo, dann sind sie hinten aus. Also ich glaube, bei dir müssten sie auch aus sein eigentlich. Aber sie ist an, gerade. Gerade ist sie an. Verstehe ich nicht. Jetzt ist sie aus, ja. Was? Jetzt ist sie jetzt? An. Alter. Das ist ja Junge, absolut verrückt. Jetzt hier noch blinken, Alter. Wow. Blinken? Auf dem Kopf, nein. Oh, Junge. Blinken, zack, drückt er direkt wieder alles drauf. Junge, Junge, du ziehst mir weg. Kannst mal ein bisschen warten. Danke sehr. Leute, die Fahrt machen wir noch. Jo. Puh, was machst du? Was war das? Nichts. Was, hä, bei mir bist du voll nach rechts gefahren. Ja. Ja, was war das? Hä? Reifenwarnfahren. Okay. Ja, aber das sind so die Spiele, auf die ich mich freue, ja? Wir sind voll vom Thema weggekommen, Alter, what the fuck. Du solltest doch warten, Alter, wie schnell fährst du denn immer noch? Ja, ich dachte, ich hab gewartet, weil du hast doch gesagt, so, hä, fährt doch links und rechts und so, und dann... Ich... Ein LKW muss doch mal hier schneller fahren, du hast doch einen viel schnelleren. Ja, ich habe ultra viel Tonnen. Ja, ich auch, hallo? Das mich auch 200 Tonnen. War eine Verlängerung. Ich wäre zwar fast hinter dir gewesen, aber okay. Ja, das ist cool. Ist cool. Ja. Jetzt muss ich ja noch abbremsen. Nein. Oder doch? Nein. Oh, ich bremse gerade. Gib Kette, dass ich fahr bergab. Ist jetzt richtig los. Komm, jetzt muss ich wieder Gas geben. Scheiße, du bist schneller, weil du bergab fährst. Das sag ich ja. Kannst du mal kurz warten? Ich hab halt zu weit runtergebremst, ne? Hi. Oh, da hätte ich gerade auf die andere Fahrbahn wechseln können. Das wäre cool, voll cool. Da kommt einer entgegen, oder? Stimmt. Oh, das wäre vielleicht meine Ruine. Ja, das kann ich mal machen. Ja, oh, da hier kommt einer, siehst du? Hier ist ein Warndreieck. Da kommt einer entgegen, siehst du? Da stand gerade ein Warndreieck und dann ist hier nichts. Bei mir stehen die immer nicht da. Verstehe ich nicht. Ist ja verrückt. Das ist echt verrückt. Ach, Leute. Das ist nice. Right, bist du denn jetzt schon wieder weg? Ja, ein Stücken. Ja, du bremst ich immer. Bremst doch. Wer bremst, gar nicht, verliert. Ja, ich habe nur gebremst, weil du da warst. Also ja. Da, ich, wenn ich nicht gewärmt hätte, Alter, dann wäre ich so weit weg. Nee. Ich hab halt zu arg gewärmt, ich hätte nicht so arg bremsen dürfen. Aber ich gehe jetzt die Ideallinie hier. Mach ich auch. Ich will doch aufholen, ey. Kennt er nichts, macht das einfach auch. Oh, Kurve in. Scheiße. Ah, Vollgas, kann man die Kurve nehmen? Ja. Vollgas, natürlich Vollgas. Geht ja gar nicht anders. Aber jetzt bin ich wieder relativ nah hinter dir. Ja, sehe ich. Ich habe ja perfekt gebremst.
So, ich fahre einfach frei, nicht Autopilot ist an. Autopilot, da müssen wir aber jetzt auf die andere Autobahn. Gucken, ob der Autopilot es hinbekommt. Dann macht er. Uralt-Assistent ist an. Ja. Hat dein Auto sowas? Nee, hat es nicht. Schade. Aber das Auto von meinem Dad hat das. Ich kann auch anderen Autos hinterherfahren und so, das ist ganz cool. Der Verrückte. Ja, also ich habe nur ein bisschen gestürfen. War so Need for Speed Style, ne, wie du das immer schön sagst. Ja, immer an der Bande entlang. Also ich habe jetzt nicht zu krass, also... Wie findest du meine Leuchte? Die ist brutal. Sexy, ne? Ja. Ach Leute, das gibt's doch nicht. Warum ist denn hier keiner? Vielleicht müssen wir mal Livestream, aber wir müssen... Livestream müssen wir tatsächlich mal. Ja, es gibt so viele Sachen, die wir livestreamen müssen. Ja, ich weiß. Football Manager und ETS und F1 und Pro Clubs und alles mögliche, Leute. Auf Pro Club habe ich am meisten Bock. Ja, das stimmt. Das ist auch cool, ja. Das ist echt nice. So, ich blink mal rechts. Machst du das? Ja. Oh Mann. Das war geil, ne? Aber hier war ich tatsächlich noch nicht. Das ist eine graue Strecke gerade, die ich neu fahre. Bei mir nicht. Die ich neu fahre, Alter. Also bisher war es nur ganz normal, aber jetzt ist grau. Ich kenne mich hier schon richtig gut aus, war ja schon. Ist meine Hood. 54 Kilometer. Noch 50 Kilometer. Leute, wir sind gleich da in Kiel. Hui. Hui, mit unserem Bagger und Traktor. Bringen wir den zum selben? Der braucht wahrscheinlich Nein. Bagger und Traktor, der Typ. Nee. Nicht? Nee, ich habe ja noch 38 Kilometer. Ich habe jetzt auch 36, 35, 34. Okay, vielleicht bringen wir es doch zum gleichen. Hey, what the fuck, 215? Ist das die Autobahn 215 oder was? Auch noch nie gehört. Einmal. Autobahn 215 nach Kiel, wer kennt's nicht? Ja. Vielleicht kennen es tatsächlich welche, die da wohnen. Aber ich kenn's nicht. Das ist die Dings nach Istanbul. Wie heißt das nochmal? Keine Ahnung. Ich weiß gerade auch nicht. Oh, also hier blitzt es aber echt nicht oft. Das ist ultra krass. Oh, es wird grün. Ey, man weiß, und ich bremse extra frühzeitig und so. Und ja, ich hätte es aber auch noch geschafft zu bremsen. Aber deine Bremsen sind besser als meine. Ja. Boah, wie würde ich lachen, wenn es jetzt rot wird? Aber es wird nicht rot, schade. Doch. Echt? Oh, ich bin aber gerade noch über Gelb rübergekommen. Crazy shit. Kann man mal moken, ne? Oh, erster Aufenthalt. Ich bin viel schneller als deiner. Meins auch. Jetzt ist rot. Oh, es wird grün. Ja, und das sieht er nicht, dass grün ist. Fuck. Ups. Ja, jetzt haben wir ein Problem. Junge. Ja, mal rüberfährt. Ja, was machst du denn? Sag mal, rüberfahren. Bist du gestört oder was? Weißt du, er kickt mich einfach. Ich hänge in der Leitplanke gar. Wir bringen ihn tatsächlich zum selben. Der braucht Bagger und Traktor. Aber das war ja voll. Was ist denn mit dir falsch, Alter? Ich wusste darüber. Ja, das war ein Angriff gegen mein Leben. Was? What the fuck einfach.
Perfekt, abgesattelt. Ja, macht er auch die einfache Variante. Ausgezeichnet. Ja, bis auf den Schluss. Nee, ich habe keinen Schaden bekommen. Ja, wow, danke. Ich hab dich auch bei mir, habe ich dich nicht berührt. Ist so. Ja, voll mit deinem Auflieger, ultra hart. Oh, mein Frachtbar funktioniert wieder. Alter, nein, ist für die nächste Folge. Nein, funktioniert nicht. So, aber jetzt, ich guck mal in dieser Folge noch. Wenn ich hier gekommen einparke. Ich habe einen 10.000 und einen 50.000 Kredit. Und die anderen beiden kann ich nicht nehmen. Aber wie weit oder hast du schon gezahlt? Warte, ungenutzt. The what? Anzuoffen. Ah, nee. Hä? Nee, ich habe 100.000 und einen 400.000 Kredit. Boah. So. Hä, wo ist dein ganzes Geld hin, Alter? 100.000 und 400. What the fuck? Ich muss noch 442.000 zurückzahlen. Also Leute, das erste Mal einparken war besser als das gerade. Aber er steht. Ich bin drin, er steht. Alter. Zufriedenstellend, ja. Abzug für Schäden, danke dafür. Das ist viel Geld. Warte mal. LKW hinten? Nein, nicht LKW. Ich muss zur Werkstatt. Garagenmanager. Ah, ne, ich hab. Ah, doch. Oh. What? What? Oh, hier ist einer. Hi. Ich hab ja sogar eine Angestellte. Fahr, aber die. Fährt nicht. Nice. Jetzt halt kein LKW wahrscheinlich. Uff. Doch, die hat einen LKW. Ich hab zwei LKWs offensichtlich. Wow. Deswegen bist du so rich. Aber Josef fährt einfach Josef. Nicht. Er hat keinen Bock. Der hat Status auf Straße, täglicher Profit 0 Euro. Nice. Du hast auf jeden Fall einen guten Angestellten, die er angeholt hat. Ja. Kann das sein, dass der Multiplayer nicht fahren will? Nee. Kann sein, glaube ich. Doch, das kann doch. Weil das war so. Okay, gut, das war's. Dann würde ich sagen, ganz genau. Schaut bei der nächsten Folge vorbei, schaut auf beiden Kanälen vorbei und dann bis dahin, haut rein und ciao, ciao.